So, heute wollen wir Schlingen häkeln. Ich habe schon mal hier ein bisschen angefangen mit festen Maschen. Und werde jetzt in dieser Runde anfangen mit Schlingen häkeln. In dieser Runde werden die Schlingen nach hinten gelegt. Dazu nehme ich als Hilfsfinger den Mittelfinger. Ich gehe mit der Häkelnadel in die nächste Masche hier rein, lege den Mittelfinger auf den Faden, drehe ihn. Das wird jetzt meine Schlinge. So. Abhäkeln. Gehe ich in die nächste rein, Finger auf den Faden, einmal drehen, mit der Häkelnadel über den Faden. Und hier den zum Häkeln holen. Beide abketteln mit den Faden. Erst rein, dann Faden. So. Drehen, dass er hier über Kreuz ist, mit der Häkelnadel darüber, Faden holen, durch und die beiden abhäkeln. Das sind schöne Schlingen, die sich nicht rausziehen. Erst rein. Dadurch, dass ich den Mittelfinger für die Schlinge hier nehme, läuft mein Arbeitsfaden schön weiter über den Haltfinger. War ein bisschen zu weit. Erst rein. Nachdem ich den jetzt so durchgezogen habe, liegt hier hinten die Schlinge um den Finger. Zum Wenden die Luftmasche und jetzt kann man hier einmal mit festen Maschen so rüber häkeln. Wenn man aber die Schlingen dichter haben möchte, kann man auch nach vorne Schlingen legen. Dazu nehme ich dann zur Hilfe den Daumen. Der geht hinter den Faden, dreht den Arbeitsfaden, sodass er hier einmal über Kreuz liegt. Und dann gehe ich da normal in die feste Masche der Vorrunde rein
und häkle eine feste Masche. Und die Schlingen, auch die sind schön fest und ziehen sich nicht weg. Also mit dem Finger, mit dem Daumen hinter den Faden drehen und feste Masche häkeln. Dahinter. Die liegen also auch schön hier, stehen nicht so struppig in allen Richtungen. Ringen richtig gut. Sind sie. So sieht es auf der Rückseite aus. Und absolut fest. Die auf der Seite waren mit dem Finger. Da gehe ich erst lieber in die Masche rein. Finde ich es leichter. Und drehe dann den Faden. So. So, mal gucken, wie das jetzt war.